herzlich willkommen zurück zu The Forest Co-op mit dem Andi. Ja, let's party. Ey, du hast ja hier schon wieder irgendwas gebaut. Ja, ich bin gerade am Bauen, damit das Essen nicht alles vergammelt. Ah, okay. Das kann ich dann mein Zeug da drauflegen oder was? Ja, so ziemlich. Ja, das probiere ich dann gleich mal aus, weil ich habe ein Rehbein habe ich noch. Hey, warum? Yep. Ah, jetzt hat. Oh. Ist es schon fertig? Ja. Dann warte mal. Nein, was habe ich jetzt? Wieso habe ich einen Lurch? Hä? Wo habe ich denn den jetzt her gehabt? Den hast du mir anscheinend geklaut. Okay. Ja, mit C kannst du ihn dranhängen. Okay, und jetzt habe ich hier noch... Da hängt der Lurch. Der listige Lurch. Das kann ich hinhängen. Und das kann ich auch noch hinhängen. Ich hänge auch noch meinen frischen Arm dazu. dann hänge ich noch meinen linken Arm auch noch dazu. Einfach ein paar Arme noch dazu. Ist doch sicherlich cool. Knochen habe ich. Und ein Deerskin. Was kann ich damit machen? Candy Worn. Equip. Ah. Ja. Und, habe ich jetzt einen Lendenschutz? Du hast eh eine Hose an. Du hast... Hast du unter der Dingleiste... Nee, hast ich habe Handschuhe, schau. Ja. Hast du unter der Leiste jetzt was Gelbes? Unter der Lebensleiste? Ja, da habe ich einen roten Punkt jetzt irgendwie. Also so, das sind so Segmente. Ich muss was essen. Müssen wir gleich wieder was runtermopsen hier. Du kannst erst was mopsen, wenn es fertig ist. Ach so, das... Ja. Ist das muss jetzt erstmal trocknen. Das ist wie Braten, oder was? Ja, nur dass es trocken ist. Ich besorge uns mal den Lizard hier. Den Lurch. Und schmeiß den die auf den Grill. Alles klar, weil ich habe nämlich wirklich gar keine Energie mehr. Was zu trinken jetzt ist auch nicht mehr da. Scheiße. Doch, zieh dir einfach was rein. Das ist ein bisschen buggy. Da ist noch... Nichts? Wirklich gar nichts? Nee. Okay. Komm, Lurchi, Lurchi. Njam, 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 njam. Und irgendwie wollen die uns nicht mehr besuchen. Die Schweine. Ach, wenn sie nicht wollen, dann wollen sie halt erstmal gerade nicht, ne? So, aber immerhin, wir haben ein cooles Haus am See. Und die zweite Hütte, die wird auch bald fertig sein. In 5 Milliarden Folgen. Aber weißt du was? Ich baue mir mal hier. Das schaue ich mal. Wo waren das jetzt nochmal? C, oder? Nee. B. Was haben wir da? Food and Water, Boats, Furniture, Trap, Storage, Fire. Und zwar ein Standing Fire. Okay, Boot können wir... Das bauen wir mal hier so her. Also Multiplayer sind Boote noch nicht fähig bauen. Sehr doof. Ja. Wieso kann ich da nichts bauen? Weil ich nichts habe, oder? 3 Steine... Und 3 Stiggies. Wir haben keine Ropes. Stiggy fehlt mir noch. Stiggen Stixen. Ich muss ein paar Stixies kaufen. Ein paar Chixen. Geil, das wird cool. Brennt das jetzt für immer oder geht es auch immer wieder aus? Was? Die Fackel, die ich vor mein Haus gebaut habe? Die geht auch wieder aus. Und dann muss ich sie einfach wieder anzünden, oder? Ja. Okay. Cool. Brauche ich gleich noch eins. Mache ich gleich so einen Weg hier rüber. Nee. Hier eins hin.
Und B. Hier eins hin. Brauch Stickies und Steinchen, Stickies und Steinchen. Dann B. Hier eins hin. Wir haben den Wald aber ziemlich heftig gerodet, ne? Ja, das wird aber noch schlimmer. Du schlägst ja irgendwann vielleicht mal wieder nach. So, die Lager sind leer. Machen wir wieder einen Stein. Aber Stickies auch. Die wachsen immer wieder nach, oder? Ja, kann möglich sein. Wo schlägst du hin? Ich habe auf den Sticky gehauen. Oh, ein Stick fehlt mir noch. Ich brauche noch einen Baum. Boah, da kommt aus dem Felsen kommt die Sonne rausgeleuchtet. Läuft. Ups, also. Was baust denn du da? Da können wir dann die Feinde reinrennen lassen, dann werden die instant gekillt. Okay. Und das baue ich mir gerade und das wird eine nette, nette, nette Falle. Baumfeld? Wohin? Erreicht dich nicht mehr. Boah, ich bin irgendwo ins Feuer rein. Scheiße. Dann lauf ich schnell ins Wasser. Ins Wasser, okay. Ah, okay. Gut. Da hätte ich auch selber drauf kommen können. Also es bedeutet, die Fackeln, wenn die da reinrennen, verbrennen die auch, oder? Oh, das ist doch der typische Klassiker. Was? Das ist der typische... Ja, schnapp sie dir. Ja. Der typische Klassiker, dass sie wieder voll falsch rum ist. Ah, schon wieder kein Stick. Kannst du die nicht im Nachhinein drehen noch? Nein, leider nicht. Du brauchst nur noch ein Steinchen. Okay, Steine habe ich jetzt auch. Schön. Ja. Ist doch wunderhappy. Jetzt haben wir hier schon mal ein ganz auffälliges Lager, was man meilenweit schon sieht. Camp Pedobär fällt doch nirgends auf. aber da oben ist ja noch der Felsen, der beschützt uns. Oh, da hinten geht der Mond auf, glaube ich. Ja. Cool. Ja, irgendwo. Das schaut geil aus. Huhu, huhu. Ah! Was? Oh, erschreck mich nicht so. Can be used in crafting. Ich müsste mir mal Crafting-Rezepte googeln hier drin. Ich glaube hier beim Volksfest. Wieso? Hau halt den Stein da rein. Der ist zu klein. da geht, glaube ich, gerade ein Feuerwerk los. Macht's bei dir Bum Bum Pau? Bum Bum Pau, ja, genau. Bum Bum Pau. Hallo, Besucher. Wo? Ja, ich frage ja die Besucher, wo die bleiben. Da hinten ist aber wirklich einer. Der kommt. Jetzt hat er mich gesehen. Meinst du? Soll ich mich hinter die Falle stellen? Hallo, komm Siegfried. Her. Komm her, hierher. Der rennt außen rum, der Arsch. Wow, da sind ja nochmal welche. Siglinde. Ah. Oh. Warum rennen die nicht in die Falle rein? Siglinde ist durch die Falle gerannt. Oh, mich hat irgendwas erwischt. Alter, wo ist der? Uah. Komm, renn ins Feuer rein. Erstmal eine Fackel kuschen. Ja. Siglinde, komm doch her. Komm, Gucci Gucci Gu. Mir ist immer noch kalt, obwohl ich an dem Feuer bin. Ja, mir ist auch kalt.
Fällt mir gerade ein. Ah, am Lagerfeuer geht es doch wieder. Aus der Gelände haut ab. Aber ich bin gleich tot. Wo kann ich was essen? Am Trocken. An der Trockenmühle. Alles klar. Und was trinken? Ist nichts drin. Du hast sie, oder? Ja. Glenn ist tot. Warte, ich hau gleich den Kopf ab. Ich nehme sie erstmal mit. Harald, also Siglindes Freundin Harald kommt. Ja, der oder soll auch nicht. Der soll zuschauen, wie ich den Kopf abhacke. Harald! Harald, komm zurück! Hallo, hier bin ich, Harald. So. Ja, komm, Harald, hier bin ich. Der kommt doch, Harald. Ja, komm. Komm. So, jetzt fehlt noch lass ein uns Kopf. Doch friedlich, ne? Komm her, Harald. Komm zu mir her. Oh. Ich trinke jetzt mal ein Soda, das ist mir jetzt wurscht. Komm her. Harald. Harald. Oh, ich sollte was essen. Aber wieso geht meine Energie nicht rauf? Geht nicht mit allem rauf. Ach so. Komm her, Harald. Harald, jetzt komm her. Harald. Ich hab mit dir ein Hühnchen zu rupfen, Harald. Hör mich an, Harald. Jetzt haben wir nichts mehr zum Essen. Weil du alles wegfuttern musst. Ja, muss ich ja auch. Und Hasnan? Ja, ich habe Harald dabei. Dann leg ihn mal da vor die Skulptur, dann haben wir den letzten Kopf nämlich jetzt. Dass du alles essen musst. Du musst nicht immer alles essen. Wenn du mit Hunger voll bist, dann ess nichts. Dann kannst du dich nämlich nicht weiter hochheilen. Doch, ging. Bei jedem, wo ich gegessen habe, ist es ein bisschen... Jetzt habe ich es angezündet. Warum? Wie? Ich habe das Ding angezündet. Du hast gar nichts angezündet. Doch, bei mir brennt die Skulptur. Bei mir tut sie nicht brennen. Okay, kann man die auch brennen lassen? Ja. Krass. Die brennt jetzt auch? Ja. Ha, lol. Das hat dich angezeigt. Ist ja krass. Cool, lol. Das schaut mal geil aus. Ich tue uns ein paar Snacks mit abhacken. Ja, wenn schon gerade keine Tiere da sind, ne? Muss man nehmen, was da ist. Hast du das eigentlich gewusst? Ich glaub, was? Scheiße, ist der Bein jetzt geflogen? Ja, bei mir auch. Das war mein Bein, oder? Ja. Ja, jetzt nicht direkt deins, aber es war ein Bein. Ja. Nee, wenn du irgendwie in einer lebensbedrohlichen Situation bist, irgendwie meinetwegen am Berg eingeschneit oder so, und es gibt keinen Weg mehr, irgendwie weg, und irgendjemand ist am Verhungern, dann darfst du anscheinend wirklich jemand anders aufessen. Ist zwar sehr ekelhaft, aber irgendwie anscheinend gibt es da wirklich so eine Regelung. Kannibalismus läuft. Ja, schon. Eigentlich sehr merkwürdig, aber müsste man nochmal genau nachlesen, aber kann man da auch einen Kopf hinhängen? Keine Ahnung, vielleicht. Kannst du einen Kopf hinhängen? Ja, kann man. Uah, ist ja ekelhaft. Mit der erforderlichen Masse an Hirn. Uah. Aber unser kleines Ferienlager nimmt doch schon Form an. Ja, hier brennt alles. So typisch ja. Mensch, oder? Ja. Rauch steigt auf. Ja, okay, ich gehe mal weiter Bäume fällen. Ja, ich komme so ein bisschen... Ah, hey, Siggi und Ferdinand. Wir brauchen keine mehr eigentlich. Oder drüben, das ist, bist du's, Gudrun? Hey, Gudrun. Nee. Kannst du mir deine Taschenlampe geben? Doch, die Chantalle. Ah, boah, jetzt kommt sie. Das hat seine Hässlern-Freunde. Ei. Die kam aber jetzt ganz schön. Ich bin Angst. Chantalle. Oh, schau. Der hat nicht. Die steht genau verkehrt rum mal wieder.
Aber hat nicht gebrannt. Der geht auf das Ding rauf und brennt nicht. Der ist tot. Okay, dann den nächsten von vorne und hinten immer. Kissy! Kissy mit Feuer! So. Erstmal den Kopf so abhaken, dann bin ich mir sicher, dass er nicht mehr lebt. Na? Ich will das jetzt hat Ding der, haben. Der rollt erstmal weg. Dir. Wie viel kann man da hinhängen? Ach, da geht ein bisschen was drauf. Inventory, Kopf, hinhängen. Ich will da eine hässliche Taschenlampe haben. Wer hat eine Taschenlampe? Ja, hier, der Iro-Fratzen. Echt jetzt? Ja, ja, der hat eine Taschenlampe in so einem Totenschädel obendrauf. Egal, weg damit. Wem hat er denn die geklaut? Gibt's da noch mehr Überlebende? Keine Ahnung. Vor allem hat er den Stock in seinem Rücken drin. Bisschen ekelhaft. Also ich würde mal sagen, wenn hier mal einer vorbeikommt, der meint, wir wären auch Eingeborene. Ach, wir meinen es doch nur gut. Wir schmeißen nichts weg. Ja, genau. Let's be Cannibalism. Egal was es ist, Hauptsache du kannst was futtern und es hält dich am Leben. Ey, das Ding ist, das war's voll viel. Warte mal, ich schau mal, ob ich noch eins hinlegen kann. Ja, immer noch. Alter Schwede, ey. Da können wir ja... da können wir eine ganze Menschenfabrik hier aufhängen. Da können wir den ganzen Winter mit überleben. Ach so, der Arm ist schon ab. Ja. Lieber Arm, Arbeitsarm dran. Ja, genau. Aber irgendwie hängt man das hin, aber man sieht gar nicht mehr, dass es hingehängt wird. Doch, doch, man sieht es schon noch. Warte mal, ich schau mir das mal vom Felsen hier oben an. Und schau dir das mal an. Ach so, da kann man nicht draufstehen. Aber schau dir das mal von oben an. Hey, High Five! Hä? Hinten, da läuft eine Taschenlampe. Hä? Haralds vermisster Bruder? Der läuft mit einer Taschenlampe rum. Ja, der hat eine Taschenlampe im Totenschädel. Gib mir die Taschenlampe. Die will ich haben. Gib mir was zum Essen. Ich brauche was zum Essen. Ja, stimmt. Was zum Essen wäre echt nicht schlecht. Können wir nicht auch schlafen und es wird hell oder so? Leider nicht. Wow, wo kommen die her? Gertrud! Ah, jetzt brennt er. Der brennt. Brenn, du Luder. Stirbt er dann durchs Brennen, ja, oder? Ja, dann ja. Den anderen? Oh, wo rennt er hin? Alter! Das ist doch voll der Formel-1-Fahrer, hey. Also die Brandleiche ist tot. Okay, Kopf abhacken. Ah, wo? Wenn da ein E dran ist, ist er sicher tot. Der liegt irgendwie komisch. Ja. Hau ich mal darüber. Also, was willst du lieber haben? Arme oder Beine? Ach, Hauptsache es schmeckt. Wie schaut es eigentlich zeittechnisch aus? Da würde ich jetzt mal sagen, machen wir einen Cut. Alles klar. Dann bis zur nächsten Folge. Wohlgenährt und frisch aufgewärmt an der Bude oder am Feuerchen. Let's play Cannibalism. Let's play Cannibal. Eat fresh. Oh. Ciao. Ciao.